Großbritannien begeht das 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Die viertägigen Feierlichkeiten begannen heute mit der traditionellen Militärparade Trooping the Colour. Sie zog Massen von Zuschauerinnen und Zuschauern in die Hauptstadt London. Die Queen genießt im Land und darüber hinaus großes Ansehen. Länger als sie saß kein anderer Monarch in der britischen Geschichte auf dem Thron. Die Queen kommt. Da sind die Partygäste längst da. Direkt vor den Buckingham Palace sind Zehntausende gezogen, zum persönlichen Gruß. Über den versammelten Köpfen schreibt dann eine Flugformation noch einmal die besondere Zahl in den Himmel: 70 Jahre Thronjubiläum. Als die Flugzeuge kamen, sind mir die Tränen gekommen. Das muss man persönlich erlebt haben. Los gehen die Feierlichkeiten vorher mit der traditionellen Parade, noch ohne die Queen. Im Blickpunkt die nächste Generation. Zum ersten Mal sind auch die Kinder von Kate und Prinz William dabei. Zu Pferde vorne Prinz Charles, dahinter William und rechts Prinzessin Anne. Die Parade Trooping the Colour ist der Auftakt der viertägigen Feierlichkeiten. Entlang der Mall bleibt kein Platz frei. Ich will einen besonderen Moment mit der Queen feiern, der so nie wieder passieren wird. Sie ist eine beeindruckende Frau. So viele Leute, die feiern, das ist toll. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen verzichtet die 96-jährige Monarchin, den Aufmarsch persönlich zu begleiten. Und wie früher, die diesmal 1500 Soldaten und 400 Musiker aus nächster Nähe zu inspizieren. Das Ritual, die Parade abzunehmen, übernimmt erstmals Sohn Charles. Anschließend geht es zurück zum Buckingham Palace, wo sich die Queen zum ersten Mal zeigt, mit einem Gruß für ihre Soldaten. Ab dann ist die Mall frei für die Besucher. Die traditionelle Flugshow beendet den ersten offiziellen Teil der Feierlichkeiten. Die Partys zum Thronjubiläum gehen aber noch 3 Tage weiter. Annette Dittert in London. Was war aus Ihrer Sicht das Besondere am heutigen Tag? Für mich persönlich zumindest war der ganz besondere Moment der Moment, als die Queen am Buckingham Palace auf den Balkon trat und ihr in diesem Moment der tosende Applaus von Hunderttausenden, die sich dann entlang der Mall und in den angrenzenden Parks versammelt hatten, wie eine Welle der Begeisterung entgegenschlug. Das war schon ein echter Gänsehautmoment. Und damit ist die Queen jetzt nicht nur die am längsten regierende britische Monarchin ever, sie ist mit diesem gelungenen Jubiläumsauftakt jetzt auch wirklich auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Popularität. Gleichzeitig lag aber bei all dem Jubel heute auch so ein bisschen etwas wie ein Hauch von Abschied über dem Land, denn mit diesem Thronjubiläum geht natürlich jetzt auch allmählich eine Ära zu Ende, ihre Ära. Ein solches Thronjubiläum wird es mit dieser Königin wohl nicht mehr geben. Das wissen die Briten, aber das weiß natürlich auch die Queen selbst. Was für eine Botschaft hatte die Queen denn heute für ihr Volk? Die Botschaft war eigentlich ganz klar und einfach, dass es eine Zukunft geben wird für die britische Monarchie, auch nach ihr. Auf dem Balkon, und das ist ja immer eine hochsymbolische Szene, hatte sie ganz bewusst ihre Kernfamilie um sich versammelt, Charles an ihrer Seite und die nachfolgenden Generationen im Vordergrund. Und damit will sie sagen, es ist mit mir nicht zu Ende, es geht weiter. Und auch die Tatsache, dass Charles heute diese Parade für sie abnahm, das ist Teil einer ganz bewussten Strategie, ihn allmählich als ihren Nachfolger einzufädeln, während sie und ihre Popularität im Hintergrund noch auf ihn abfärben kann. Ob das am Ende aufgeht, das wird man dann sehen. In den nächsten 4 Tagen jedenfalls werden die Briten jetzt erstmal sie selbst feiern. Diese Frau, die sich seit 70 Jahren pflichtbewusst, pragmatisch und bescheiden in den Dienst ihres Volkes gestellt hat. Und diese nächsten 4 Tage, die werden ein riesiges Dankeschön an Sie für Sie werden. Vielen Dank, Annette Dittert in London.